Habt ihr schon abgestimmt, Chat? Also, safe, ich hätte mal Totimo und Curtis, oder? Bin ich dabei. Courtois, safe, muss da rein, Chat. Fand ich auch. Dieses Jahr, was der gehalten hat, Maschine, würde ich den reinmachen. Verteidigung. Da hat er, als ich ja gestellt habe, habe ich ja eigentlich Rüdiger reingemacht, aber gibt's ja nicht. Aber ich sag, Linksverteidiger würde ich Theo Hernandez reinsetzen. Starke WM, ist eine Maschine, rein mit dem. Rechtsverteidiger würde ich sogar Hakimi setzen. Wen würdest du setzen? Würde ich auch, Hakimi, geht klar. Starke WM gespielt, Chat, rein damit. Verteidigung wird halt jetzt schwer. Wen setzt man in die Verteidigung? Van Dijk, Koundé, Upamecano. Ich würde auf jeden Fall Van Dijk setzen. Van Dijk würde ich gehen und glaube mit Eder Militao. Ja, setzen wir Eder Militao noch. Das wäre so die Verteidigung. Würdet ihr was anders machen? Guardiol auch saustark, aber ich würde glaube die auch setzen. Wählen wir jetzt eigentlich nur ein Ding? So, welche Karten, also wo du sagst verdient oder wo wir sagen so ein guter Mix? Auch spielen und verdient. Verdient, oder? Aber gut, würde ich jetzt auch spielen wollen, die da hinten, sagen wir ja, mal so, ne? Würde ich auch mitnehmen, so. Genauso in die Mitte würde ich setzen, safe KDB. Ja. Muss. Dann eigentlich auch, wer es verdient hat, Modric. Würdest du auch? Spielt auch seit Jahren auf einem geisteskranken Niveau. Und dann wäre halt die Frage, wen setzt man noch? Casemiro, absolute Bank, Valverde stark, aber auch Groß, Kimmich. WM ein bisschen schwach gewesen. Bellingham auch immer stabil. Ich glaube, ich würde auch mit Valverde gehen. Modric, wir brauchen Valverde. Letztes Mal Valverde, Chat. Was macht der Chat? Casemiro, Bellingham, Valverde, Pedri, Rodri. Und die würde ich, ja. Angriff, ganz klar. Was heißt, boah, ja, Benzema. Ja. Kommst du da dran vorbei? Messi, kommst du auch nicht dran vorbei? Wo ist er? Oder? Messi, Mbappé. Ja, kommst du nicht dran vorbei, Chat. So. Ich glaube, so würde ich es abgeben. Und 12. Mann, dann entweder Vinny oder ich glaube, 12. Mann, Haaland. Ja. Hätte ich sogar eigentlich, sage ich dir ehrlich, mehr Bock auf den Haaland. So Vinicius, so ähnlich wie eine Neymar-Karte, hat jetzt auch schon so ein paar Karten gehabt. Ich glaube, so eine Team-of-the-Year-Haaland-Karte könnte so eine richtige Maschine sein. Hätte ich persönlich auch Bock drauf. Ja, Neymar, auch schwierig. 12. Mann, safe Haaland. Vinny anstatt Messi. Ich glaube, Messi... Messi musst du, Digga. La Pulga, musst du. Haaland statt Mbappé. Werden schon dieses Jahr auch wieder einige auf der Strecke bleiben, ne? Ja, stimmt. Eigentlich würde ich eher so im Mittelfeld ein Parejo sehen. Kamada und Grifo hätte ich da jetzt gesetzt. Endo. Endo gibt's halt von Stuttgart? Nee, gibt's leider nicht. Dreckig. Den hätte ich jetzt eher gesehen, Chat. Und vorne im Sturm dann eigentlich Gakpo, Immobile und Kolo Muani, oder? Kulusevski. Ja, ist auch noch gut. Nee, ich glaube, so würde ich tatsächlich abstimmen. Wir schicken so weg. Das ist es, Chat.